Hallo, hier ist der Marc von Marcos Welt. Wir haben Oktober. Es ist Zeit, Halloween-Kostüme vorzustellen. Heute mit Jason. Und zwar ein paar Jason-Versionen, also alle die mit dem grünen Hemd. Das heißt Film 3, 4 und 6. Ja, ich erzähle euch mal einfach dazu, was mir so einfällt. Ihr habt ja gerade eben schon gesehen, wie mein Jason-Kostüm in der Version Freitag der 13.6. Teil aussieht. Das ist mein Lieblingsfilm und natürlich wollte ich euch deswegen auch dieses Kostüm zeigen. Allerdings komme ich auch gerne auf ein paar andere zu sprechen. Grundsätzlich macht ja so ein Freitag der 13. Kostüm ja nicht immer eine Hockeymaske aus. Ihr werdet es in meinem Freitag der 13. Teil 2 Jason-Kostüm sehen. Da hat er ja noch die Hockeymaske nicht, sondern nur einen Sack über dem Kopf. So mal an der Stelle, dass es auch Jason ohne gibt. Und jetzt ist natürlich die Sache, ich kann ja verschiedene Quellen bemühen und ich werde nach bestem Wissen und Gewissen euch hier nennen, was los ist. Ich bin mittlerweile ein wenig vorsichtiger geworden, weil es ja dieses sensationelle Urteil in Deutschland gibt, dass ich zwar Dinge, die ich toll finde, hier bewerben darf, aber blöderweise die Links direkt darunter nicht mehr setzen. Ehrlich gesagt finde ich das so blöd, weil es nur wir Deutschen nicht dürfen. Also guckt euch mal die ausländischen YouTuber an. Da ist das immer kein Problem. Danke Deutschland. Denkt nochmal drüber nach, lieber Richter. Ne? Ich bin ein kleiner Kanal, vielleicht mache ich es doch und riskiere es. Ich weiß es noch nicht. So, jetzt aber mal zum Eingemachten. Was macht dein Jason-Kostüm denn aus? Also ich kann natürlich wie üblich herangehen mit dem Ansatz, ich möchte es möglichst nah an einem der Filme haben. Ich möchte mir eine eigene Version machen, das tun ja auch viele. Und ich finde nicht alles unbedingt immer schön, muss ich auch sagen. Ich mochte halt einen sehr nah am Filmansatz und da wollte ich den aus meinem Lieblingsfilm haben. Generell besteht das Kostüm ja nicht nur aus der Hockeymaske. Jason hat auch immer einen, ja, entweder deformierten Kopf oder einen grauen Kopf oder einen wulstig fleischfarbenen Kopf. Mal kurz richten. Und das hängt davon ab, was ihr halt genau machen wollt. Also, ich kann euch mal zeigen, dass es auf Amazon so einen Kopf hier gibt. Der war nicht grau, den gibt es auch in grau. Ich habe den mal secondhand gekauft über eBay Kleinanzeigen. 20, 30 Euro kostet der mitunter. In neu ist es so auch um die 30, 40 Euro. Dass der mal Hautfarbe hatte, kann man ja nur noch... Ja, hier. Am Rand kann man das noch sehen. Was ich schade finde, sind zwei Dinge. Hinten offen, natürlich damit er wieder jedem passt. Und diese breiten Einschnitte, die er hat. Ja, die, ich zeige es euch auch mal so, seitlich an der Maske. Die gefallen mir überhaupt nicht. Und auch hier vorne, das ist ja eine Halbmaske, weil sie vorne offen ist. Wo er die Hockeymaske dann drüber kommt, da seht ihr auch, das waren alles so schlecht bemalte Wunden. Ja, ob schlecht oder gut, das könnt ihr gerne selber auf Amazon prüfen. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was ja das Wort dazu war. Also irgendwie habe ich es mal auf Amazon gefunden. Ich guck mal, vielleicht lege ich es ja doch. Ich finde es affig. Ja, was soll ich sagen? Aber nachher werde ich verklagt, weil ich dann irgendwie plötzlich 1000 Follower habe und dann das deutsche Recht bei mir Maßstäbe anlegt, als ob ich eine öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt wäre. Ist doch peinlich. Ich bin kein Influencer in dem Sinne. Ich möchte euch einfach nur zeigen, und zwar ehrlich, was ich von Produkten halte. Ich werde also auch welche vorstellen, die ich schlecht finde und in die Finger bekommen habe. Also was soll das Ganze denn? Fertig. So. Ich habe das mit Latexmilch einfach selber grau gemacht. Ich habe dazu, wer sich dafür interessiert, schaut mal nach, ich verlinke das unten. Das ist ja mein Video, wie ich selber aus dieser Maske hier. Das ist eine billige Freddy Krüger Maske, wie man sie zum Beispiel auf AliExpress und Wish bekommt. Beweis seht ihr zum Beispiel hier an der Originalfarbe oder auch an der anderen Seite. Die habe ich hinten übrigens, was mich ja immer so nervt, dass das hinten offen ist. Ja, die habe ich einfach hinten zugeklebt mit Klettverschluss. Ja, sage ich nachher was zu. Also, man kann den Kopf, also grundsätzlich schon mal für wenig Geld, ja, müsst ihr um die 30 Euro einplanen, bei dem Kopf etwas weniger, ja, kann man das schon mal machen. Jetzt
Kommen wir zur Maske. Das ist eine absolute Premium-Maske. Sowas kostet um die 80, 90 Euro. Hängt jetzt von der Variante ab, die ihr haben wollt. Die hier ist von einem schönen, einem guten Hersteller aus Deutschland. Einem wirklich schönen Guss, hätte ich schon fast gesagt. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie er sie so herstellt. Sie ist wirklich sehr stabil. Man kann also auch Zug drauf geben. Das ist vom Künstler Rod Lane. Ja, das ist genau der Name vom ersten angeblichen Mörder, der es ja nicht gewesen ist, und dem zweiten Opfer aus dem Nightmare on Elm Street Film von 1984. Ja, der liebe Rod hat hier signiert, dass es sein Werk ist, wie Künstler das so machen. Der kommt aus dem Saarland, heißt Better of Dead, ein Wort.eu. Und da könnt ihr alle Hockeymasken, übrigens auch Freddy-Handschuhe, finden. Und in meinem Freddy-Kostüm-Video, in dem guten mit der Silikonmaske, da habe ich auch seinen Handschuh an. Werde ich aber jetzt auch ein separates Horror-Video im Sinne vom Oktober machen, ne? So sind wir ja nicht. Ja. Ihr seht, dass die Form hier eine andere ist als bei der Maske. Das ist so ein, ihr wisst ja, diese 1-Euro-Masken, die überall rumfliegen, die ihr auch auf Wish und so weiter bekommt. Das ist die. Ich habe ein bisschen dran rumgemalt, ne? Habe ich auch in einem Video gemacht. Könnt ihr euch hier anschauen. So, das ist so ein bisschen pfannkuchig. Ich habe mal geguckt, im sechsten Film war die gar nicht ganz so. Da hat der Rod Lane, ich habe ihn angeschrieben, so, du, wie sieht's denn aus? Und da hat er gesagt, ja, du kannst ja ein bisschen Zug drauf geben. Dann ist das Problem behoben. Er macht aber nochmal von dem gerne eine neue. Grundsätzlich muss ich ja sagen, man nimmt einfach die aus dem Vierer, die auch schon hier die Machetenspalte hat. Und ja, dann kann man damit halt auch loslegen. Aber die ist sehr gut bemalt, sehr detailliert. Oh, das Mikro, das möchte ja dann schon machen. Ich mach mir das mal gerade, bitte verzeiht, ich mach mir das mal fest. Irgendwie, irgendwo, irgendwann. Jetzt hoffen wir mal, dass das hält. Ha, ich bin einfach viel zu aufgeregt, weil schon wieder Oktober ist. Das Schöne an der ist übrigens auch, dass man sie hinten verstellen kann. Ich musste mir, wie ihr sehen könnt, hier noch extra Löcher reinstanzen mit einer Lochzange, weil das halt schon zu weit war. Und naja. Die sitzt aber wirklich phänomenal. Das Leder ist gut, die Verarbeitung ist gut, es ist exakt wie im Film. Man kommt nicht sehr viel näher ran. Das kann daran liegen, dass der liebe Rod nämlich auch mal an Originale rangekommen ist und sich dann wirklich sehr genaue Formen machen konnte. Jetzt müssen wir mal schauen, dass das auch wieder für die Darstellung schön aussieht. So. Ja, und damit hat man dann halt eine passable Maske. Jetzt muss man sagen, in dem Ensemble, wie das jetzt hier aufgestellt ist, in dieser Zusammenstellung, liegen wir dann bei knappen 100 Euro. Das muss man sich überlegen. Es ist halt dann kein Faschingskostüm. Wollen wir ja auch nicht haben. Oder man macht das Gleiche mit der 1-Euro-Version hier. Bisschen, sagen wir mal, 4 Euro für eine, was habe ich denn da genommen? Moosgummi, fällt mir das Wort doch nicht ein. Moosgummimatte. 3 mm Moosgummimatte in Kombination mit Plastidip für etwa 10 Euro. Ja, und dann einfach auch wieder hier die Latexmilch. Latexmilch ist auch sowas um die 14 Euro der Liter. Dann graue Dispersionsfarbe, völlig unspektakulär. Das Ganze vermischt mit der Latexfarbe. Dazu in dem Video, wie ich es hergestellt habe, da sage ich einfach mehr dazu. Da könnt ihr nachher im Link reinschauen. So, und dann habe ich mir das Ganze halt so gebastelt. Ja, die sitzt jetzt halt wirklich ganz genau, sieht wie Leder aus, ist aber Schaumstoff, finde ich auch besonders gut. Habe ich ein bisschen aufgepimpt mit Trockenbürsttechnik in Braun und ein bisschen Gelb und alle möglichen. Schaut es euch mal an. Zum Schluss bin ich mit einer Schicht Plastidip drüber über die Maske, um die Lackabnutzungen zu fixieren. Ist jetzt auch meine Variante vom sechsten Film. Auch deswegen hier natürlich mit der Machetenspalte, die ihr am Ende vom Vierer bekommt. Jo. Freddy-Maske, alles von Wish hier. Habt ihr ordentlich Geld gespart. Finde ich beides gut. So. Ja, und jetzt kommen wir zum Ikonischen, der Machete. Ich habe mir mal einfach hier das Convention-taugliche 5-6 Euro-Ding, was man überall bekommt, geholt. Gut finde ich das nicht. Es ist zu dick. Du siehst überall ganz offensichtlich, dass es ein Spielzeug ist mit den Gussgraten. Es ist auch von der Form, von der Seite her lächerlich. Es sind überall diese eher gebrushten, schlechten
Blutspritzer drauf, die nicht realistisch aussehen. Und ich habe das Ding einfach mal komplett in Silber angesprüht, damit es überhaupt etwas besser ist. Vor allem keine Machete hat diese Struktur. Keine. Ja? Dann dieser Zweihändergriff hier. Ne? Ich meine, die ist auch viel länger als eine echte. Es gibt auch geschäumte, die kosten halt aber einfach das Zehnfache. Also sind wir dann eher bei 60 Euro. Das ist die Frage, ob ihr euch sowas leisten wollt. Ich zeige euch einfach nur mal halt, was es Möglichkeiten an Möglichkeiten gibt. Heute würde ich es mir nicht mehr kaufen. Ich habe es ja halt einfach noch. Weil mein Jason ja der aus dem sechsten Film ist. Kann man natürlich auch, weil er bekommt da ja folgende Accessoires. Das hier machen. Er nimmt ja in dem Film einem Paintballer seine Ausrüstung ab, bestehend aus der Machete, die an diesem Gürtel hängt, und der hat eine Zweite Weltkriegsreproduktion einer Thompson Magazintasche. Da kommen dann auch Wurfpfeile rein, die dann auch mit so kleinen Federn und so weiter dran sind. Die habe ich einfach nicht. Da habe ich auch keine schönen Bilder von gefunden. Ja, gibt es. Wer sowas hat, kann sich freuen. Ich habe da jetzt nichts so rausgefunden. Und ich mache sie mir auch nicht. Ich brauche sie nicht. Ich benutze sie nämlich sowieso nicht. Hier könnte ich jetzt einfach drei verschiedene farbige Angelhaken ohne den Haken eben rannehmen mit diesem kleinen Federzeugs, was dran ist. Das hier dann so rumhängen lassen. Käme auch genau hin. Sieht man auch nicht den ganzen Film über. Muss man also nicht machen, wenn man das akkurat haben will. Aber die LC2-Lochkoppel der Amis aus den 80er Jahren mit dem heute nicht mehr gebräuchlichen Vorgänger vom Fastex-Verschluss, das wäre richtig. Dann die Zweite Weltkriegs-Repro-Tasche von der Thompson-Magazintasche hier. Das ist so ein Ding um die 20, 30 Euro, Gürtel etwa 10 Euro. Kennt ihr noch diese Überlebensmesser, die jeder in den 80ern, also diese Pseudo-Rambo-Messer, wo man dann was im Griff aufschrauben konnte und Krams? So ein billiges habe ich noch irgendwo mal gefunden. Das ist noch eins zu D-Mark-Zeiten. Da habe ich noch als Teenager mit rumhantiert im Wald und fand mich cool. Und da habe ich jetzt einfach hier so ein Plastik-Spielzeugmesser für 5 Euro von eBay rein. Das war's. Er hat nämlich im Film, da ist auch, man sieht es in einer Einstellung, das ist das Rambo-Messer. Es ist wirklich das von Rambo, weil das gibt es ja auch in der freien Wildbahn nicht. Das wurde ja auch für den Film gemacht. Damals von Gil Hibben, wenn ich mich richtig erinnere, einem Messerguru und Spezialisten in den USA seit vielen, vielen Jahren. Der hat übrigens auch die Wurfmesser gemacht, die man in Alarmstufe Rot im Steven Seagal-Film sieht, der noch ganz gut war. Aber ich schweife ab. So. Habe ich einfach, damit das dran ist. Die Machete ist so ein 20-Euro-Ding mit der Nylonscheide. Er hat. Bei der Farbe bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber so ein ähnliches Modell. Bei ihm ist es allerdings ein Holzgriff, aber ich gehe schon wieder auf absolute Akkuratheit, Details ein. Ist das ein Wort? Ist mir egal. So, eine echte Machete ist weder scharf noch unendlich lang. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, dann ist, ja, die wirkt, wenn ich die in der Hand habe, auch auf Fotos, ein bisschen mickrig. Dann kann das ruhig wuchtiger sein, ja, von mir aus. Wenn wir das jetzt aber mal so vergleichen, so viel mehr ist das tatsächlich nicht mal. Naja, Breite etc. schon, aber auf Fotos machst du es ja auch immer so, dass du halt die Breite siehst und nicht so, das ist ja schwach, das ist stark. Ist klar, nachvollziehbar. So, also, da kann man halt irgendwie damit ganz gute Ergebnisse erzielen, natürlich nicht draußen. Bei Fotoshootings und ihr wisst ja, unter verschiedenen Regeln, ja, also lauft nicht mit irgendwelchen scharf aussehenden Sachen durch die Gegend, egal zu welchem Zeitpunkt, ob das Halloween ist oder nicht. So. Aber das wäre der Gürtel, den man dann trägt. Jetzt ist natürlich die Frage, zu was trage ich das? Ich schlage Folgendes vor. Wir verallgegenwärtigen uns kurz mal. Freitag, der 13.2. hat er nur eine Latzhose mit einem karierten Hemd an. Wie gesagt, eigenes Video kommt. Ab dem dritten Film trägt er Dickies-Klamotten. Ja, das bei uns hier in Deutschland eher Skater-Klamotte geworden ist. Aber es ist eigentlich was bei den Amis, was bei uns Engelbert Strauß ist. Das sind eigentlich Arbeiterklamotten. Und eigentlich auch ganz hochwertige. Ja, und weil das eben Arbeiterklamotten sind und Jason dann eher so Waldarbeiterkleidung dann halt anhat, ist das kein Thema. Der trägt eine Nachfolgerversion, wäre die Dickies
Workpant 874. Könnt ihr mal nachgucken. Die hat übrigens einen ganz komischen Schnitt, wäre aber ein separates Thema. Die wäre ab dem JSON 3 richtig. Ich würde sie nicht für den JSON aus dem 6. Film empfehlen. Und auch, ja, ja, im 4. kann man hier noch anziehen. 3 und 4, Dickies Hose, hier Dickies Workpant, Charcoal Grey oder einfach Charcoal, also grau. Und ein schlichtes grünes Arbeiterhemd. In Deutschland findet ihr von Dickies kaum eins. Wichtig, es darf keine Schulterklappen haben. Es sollte auch kein militärisches, also hier Miles-Tag und so weiter, sollte eher da rausfallen. Das ist jetzt einfach ein Trachtenhemd. Und ja, das habe ich mal so unbeschädigt gelassen, damit ich den JSON aus dem 3. Teil machen kann. Wichtig ist beim als Detail, der hat drunter ein weißes T-Shirt und das ist der JSON, den sie, der war ein ziemlich dünner Mensch. Ne? Also in den Camp Crystal Lake Memories, das ist aber auch eine Doku-Reihe, die man halt irgendwie so jetzt auf Amazon finden kann oder auf YouTube völlig frei, könnt ihr mal hier schauen. Sieht man auch ganz klar, dass der so einen Aufbau bekommen hat, damit er bulliger und massiger nach oben hin wirkt. Ich habe mir das jetzt hier umgekrempelt, damit das zu kurz aussieht. Es ist ihm nämlich dadurch zu kurz geworden. Ja, also der hat deswegen diese spezielle Optik. Das mal zu dem Hemd. So. Kommen wir aber zum Freitag 6. Das ist meine Version. Da habe ich mir jetzt auch ein Trachtenhemd besorgt. Allerdings hat das Hornknöpfe gehabt. Ich musste mir die wirklich alle einzeln grün anmalen. Also, ja, ich lege hier schon mal nächste Details frei, nämlich die Handschuhe. Er hat ja nicht immer Handschuhe. Im 3. hat er keine, im 4. hat er keine. Das sind die Handschuhe von Tommy Jarvis, die er mitbringt. Die klassischen 80er Jahre bis heute bestehenden Trucker-Handschuhe. Kriegst du in den USA überall, in Deutschland nicht. Auf eBay wird man fündig, wenn man Trucker-Handschuhe eingibt. Den habe ich mich gefreut. Und dann kamen sie mit diesem Engstellriemen, den sie natürlich in den USA nicht haben. Wenn du sie wegschneidest, sieht es doof aus, weil du sie dann nicht eng... Also, ist nix. Aber dazu gleich. So, JSON im 6. Film. Da wird gleich am Anfang vom Film vom Tommy Jarvis ja erstmal auf ihn eingestochen, als er noch im Sarg liegt. Und deswegen muss man dem Rechnung tragen, indem man, ich hoffe, das geht so, das auf seinem Shirt genauso macht. Und der JSON, der blutet nicht. Der ist ja gewissermaßen so ein Frankenstein ähnlich, wiedererweckter, also ein Zombie ist es ja aber auch nicht. Also es gibt eine Diskussion darüber, was er da genau ist. Jedenfalls, man kann mal festhalten, untot. Weil er nicht blutet und untot ist, so in der Art, hat er dann halt hier auch eher so eine sehr dunkle, seröse Flüssigkeit, die er da absondert. Ja, und das habe ich mal hier einfach mir so abgeguckt. Man könnte jetzt sogar noch die Paintball-Version machen, denn im Wald, bevor er sich die Machete und das andere von dem einen Paintballer schnappt, trifft er auf einen anderen Paintballer, der markiert ihn dann mit einer roten Patrone. Das heißt, dann hat er hier in der Mitte tatsächlich einfach so einen roten Paintball-Fleck drauf, der im Laufe des restlichen Films natürlich ein wenig dunkler wird. Okay, und das ist es eigentlich schon. Ne? Hier die habe ich mir von ein paar Fotos einfach abgeguckt, reingestochen. Bitte macht das nicht. Habe ich das noch? Ich glaube, das habe ich schon gar nicht mehr. Also das ist nicht das Hemd. Ich habe mir Secondhand mal so ein halbes JSON-Kostüm gekauft. Und da war dann was drin. Und derjenige hatte hier auch die Löcher rein. Und oh mein Gott, bitte nehmt kein Rot. Blut, vor allem nach 2-3 Minuten, ist nicht mehr rot. Und dann hat er hier einfach so rum, ohne dass die verlaufen oder sonst was sind, die Spuren. Er hat es einfach nur rot gemacht und einfach so ausgeschnittene Kreise. So wie reingestanzt. Nee. Ganz sicher nicht. Das ist nicht organisch, das ist nicht echt, das sah auch nicht gut aus. Das war irgendwas gewollt, aber nicht gekonnt. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Verwittern ist eine ganz eigene Sache. Und viele Leute bieten auch mir immer an, meine Sachen nachzuverwittern. Finde ich übrigens ein bisschen anmaßend. Also es ist gleichermaßen nett wie anmaßend. Ich kann nicht entscheiden für jemand anderen, wann sein Verwittern richtig ist. Ich kann aber, wenn derjenige nicht zufrieden ist, Hilfe anbieten. Ich habe aber nie Hilfe eingefordert oder gewollt. Ich weiß selber genau, was ich tue und wie ich es haben will. Also, wenn ihr verwittern wollt, eigenes Thema. Ja, jetzt kommen wir aber mal zu den Trucker-Handschuhen. Die waren nämlich weiß. Und hatten hier diesen Farbrand dran. Also ich habe die bekommen und war eigentlich ziemlich sauer. Weil ich die nur im Dreierpack bekommen habe vor allem.
Das ist bei den Amis, was bei uns im Baumarkt Schweißerhandschuhe sind. Die kriegst du halt einfach nachgeworfen. Und jetzt habe ich halt überlegt, was machst du denn? Und dann war klar, das Ding hier abschneiden, dann geht es gar nicht. Das muss schon mindestens eng gestellt werden. Ja, okay, das geht. Aber die sind halt blöderweise wirklich gelb. Die sind wirklich gelb, die Handschuhe. Was habe ich gemacht? Wasser und gelbe Acrylfarbe. Und mit einem Auftrenner unten das Ganze einfach abgenommen und schon habe ich gelbe Handschuhe, die nie anders aussahen. Und dadurch, dass es nicht ganz so gleichmäßig von der Farbe ist, übrigens, die kriege ich nicht mehr ab, die kannst du auch waschen, die Handschuhe, und die gelbe Farbe bleibt drauf, die verwässerte, habe ich jetzt ganz gut aussehende Handschuhe, die auch benutzt wirken. Alles richtig gemacht, oder? Ja, ich habe mich mal hinreißen lassen dazu. Bitte macht das nicht. Auf Kommentare anderer Leute zu hören, die unter meine Bilder dann kommentiert haben, die Handschuhe sind zu sauber, das geht so nicht. Und damals habe ich noch nicht diese Handschuhe, da war ich froh über irgendwelche gelben und hatte die hier. Und die waren richtig gelb, wirklich gelb. Dann habe ich mir einfach Schuhcreme genommen und bin damit drüber und habe die verwettert. Mir gefallen sie jetzt nicht mehr. Also die Handschuhe haben mir aber generell, weil halt die Nähte und so weiter nicht stimmen, auch nicht so zugesagt. Und ja, ich habe es halt einfach gemacht und das kam dann dabei raus, weil ich einmal machen wollte, was denn die anderen da so toll finden. Und damit fühle ich mich nicht wohl, das bin nicht ich. Lernt aus meinem Fehler. Es muss euch gefallen und nicht den anderen. Euch. Das gefällt mir. Das ist der Jason aus Freitag, der 13.06. Nur mal so. Wer anderer Meinung ist, guckt euch doch mal bitte den Film an. Ja, bevor ihr dumm rumkommentiert und Leuten dann erklären wollt, das ist aber nicht verwittert genug. Natürlich sprechen die nicht meine Sprache. Das ist ja dann Deutsche, die dann einen Satz anfangen und mit Englisch beenden und das und weathern und sonst wie und beleidigt mich gefälligst, wenn ihr wollt. Oder diskutiert und kritisiert mit mir. In meiner Sprache durchgängig. Oder wir wechseln in Englisch. Ich mache das Video auch gerne nochmal in Englisch für euch. Ist kein Problem. Aber mischt nicht. Das ist einfach nur behindert. Ein Fehler, der gerne mal passiert. Stellt euch vor, ich habe das grüne Hemd an. Habt ihr ja vorhin gesehen. Da hatte ich die Handschuhe an. Jetzt kann das ja sein, dass das Hemd hochrutscht. Oh, dann haben wir hier einen Hautblitzer. Das wäre peinlich. Vor allem, wenn der Kopf grau ist, oder? Ich habe mir etwas einfallen lassen an dieser Stelle. Ich hatte mir mal Glacé-Handschuhe gekauft. Es geht aber auch mit irgendeinem Stück Stoff. Und diese Glacé-Handschuhe habe ich dann einfach auch mit dem grauen Latex überzogen. Ich habe die über so eine Acrylflasche, also Farbflasche, einfach drüber gezogen. Es war aber allerdings eine Nummer größer als die hier. Und habe das dann gemacht. Ja? Und wenn mir das jetzt passiert, bei einem Shooting oder so, habe ich wenigstens keine Hautblitzer mehr. Ne? Und das ist halt immer noch unauffälliger, das Schwarz in der Mitte, als die normale Hautfarbe. So, damit haben wir dann halt schon mal das. Dann wissen wir Bescheid über ja, die Hose von Jason aus 3 und 4. Was dann, wie gesagt, einfach diese Dickies Workpant 847 ist. Das ist so die, die am nächsten rankommt. Die ist speziell. Die hat einen ganz komischen Schnitt, was Hüfte und Taille angeht. Und die ist sehr, sehr, wie heißt das heute? High Waist? Ne, müsst ihr also aufpassen. Also nehmt ihr zwei Bundweiten weiter. Dann sind aber die Beinröhren ein bisschen zu lang, breit und lang. Naja, habe mich auch schon zwei Umtäusche an den Rand des Universums der geistigen Zurechnungsfähigkeit getrieben. Denn die gibt es nicht in jedem Geschäft. Wenn, dann zum Beispiel in Skaterläden, die führen sowas. Und abgesehen davon empfehle ich euch einfach eine graue Jeans. Ich habe irgendeine günstige für 30 Euro genommen und bin damit sehr zufrieden. Gerade weil der Jason im sechsten Film so generell auch einen sehr muskulösen und bedrohlichen Eindruck macht im Vergleich zu einigen anderen Jasons, wo es ja, andere Eindrücke gibt. Und die graue Jeans bewährt sich dann gerade für den 6er Jason. Die Schuhe sind übrigens, selbst wenn man ganz lange im Internet recherchiert,
einfach nicht ausfindig zu machen. Man sieht sie tatsächlich zweimal in der Nahaufnahme. Er betritt dann nämlich ziemlich am Ende vom Film halt wirklich die Camphäuser, wo dann die Kinder sich ja auch verstecken. Und da sieht man halt mal wirklich irgendwie, wie die Tür aufgeht und die Schuhe von vorn und von der Seite, wenn er reingeht. Es sind irgendwelche, ja, Arbeiterstiefel. Fertig. Die sind sowieso ein bisschen dreckig gemacht und das war's dann. Gut. Und damit haben wir dann im Prinzip alles, was wir zu einem Jason brauchen. Ihr könntet natürlich auch beim IKEA vorbeischauen, euch einfach so eine schwarze Gardinenstange holen und diese leicht nach französischer Lilienoptik aussehenden Endkappen, eine drauf, den Gürtel mit der Machete, den lasst ihr weg, einfach nur das grüne Hemd, der Kopf, die Dinger hier, die Handschuhe, die Hose mit euren Arbeiterstiefeln und die paar eingestochenen Löcher noch, also die Löcher noch auf dem Hemd. Und dann nimmt er das in die Hand und dann seid ihr der Jason aus dem Anfangsteil des Films. Ja, und das wäre im Prinzip ein schönes Freitag der 13. Jason-Kostüm. Ihr könnt natürlich auch von Wish, wenn euch das hier gefällt, eine andere Maske holen. Könnt die entsprechend umarbeiten. Lasst nicht diese hässlichen Gummibändel dran. Die passen eh nicht. Ne? Die Masken an sich sind ja ganz in Ordnung, wenn man sie anständig bemalt. Und jetzt kommt mir bitte nicht mit, ich kann das nicht. Jeder kann einen Pinsel in die Hand nehmen und ein bisschen Farbe und dann fängt man damit einfach an. Und wisst ihr, was das Beste ist? Ihr stellt euch einfach Farbverdünner nebendran und wenn es nichts geworden ist, dann nehmt ihr den auf ein bisschen Watte oder irgendein Tuch und reibt es halt wieder runter. Und dann macht ihr es von vorn, bis ihr es könnt. Ist ganz leicht. Machen ist wie wollen, nur krasser. So. Ich hoffe, ich habe euch mal ein bisschen weiterhelfen können mit meinem Ansatz zum Thema Jason. Wenn euch jetzt das 6er-Kostüm halt nicht zusagt, es ist meistens nur die Maske, die man verändern muss. Ihr seht ja, das grüne Hemd hat er im 3., im 4. und im 6. Film an. Der 5. für diejenigen, die nicht wissen, warum ich den auslasse, da war es erstens nicht mal Jason. Solltet ihr die Reihe vielleicht nochmal durchgucken. Ne? Und da hat er auch was ganz anderes getragen. Das gilt ja allgemeinhin als der Nachahmer. Der hat witzigerweise auch als einzige Maske nämlich das Blaues hier und nicht Rot. Jason ist immer rot. Ja, ich zeige euch jetzt noch ein anderes Jason-Kostüm, wo er eben die Maske noch nicht hat. Und dann sehen wir uns da wieder. Dann gibt es ja noch den Michael und den Freddy. Ja, und dann mal gucken, wen wir noch so haben. Halloween ist ja noch ein bisschen hin. Vielleicht kann ich euch da ja etwas inspirieren. Ansonsten, wenn ihr das irgendwann mal so zwischendurch schaut, dann ist es irgendwo immer Halloween, oder? In diesem Sinne sehen wir uns beim nächsten Kostüm. Danke fürs Reinschalten. Denkt dran, Cosplay ist, was ihr draus macht.